Vor 2 Wochen waren bei einem verheerenden Unwetter viele Orte im Ahrtal überschwemmt worden. Mehr als 60 Brücken wurden zerstört. Mindestens 134 Menschen starben. Das Technische Hilfswerk geht in den betroffenen Gebieten von einem noch monatelangen Einsatz aus. Denn der Aufbau der zerstörten Infrastruktur sowie die Räumarbeiten werden Wochen, gar Monate dauern. Doch wie sieht die Lage eigentlich aktuell aus? Nadine Jatz. Bis zu 2,40 Meter. So hoch stand das Wasser zwischenzeitlich in Olaf Gergauts Zuhause. Jetzt ist er dabei, die letzten Reste rauszuschaffen. Freunde und Arbeitskollegen helfen ihm, Böden rauszureißen, um dann wieder mit dem Innenausbau zu starten. Vom Start fühlt er sich alleingelassen. Aber die privaten Helfer sind wir sehr dankbar. Und vom Kreis und von der ganzen Stadt und Jodöne sind wir sehr enttäuscht von. Eine der privaten Helferinnen ist Cornelia von der Hort. Direkt nach der Flutkatastrophe fährt sie mit ihrem Mann nach Ahrweiler, um mit anzupacken. Auf dem Heimweg kommt ihr die Idee mit einer mobilen Waschstation. Die Menschen haben ja nur das, was sie anhaben. Wie wäre es denn, wenn wir da irgendwo helfen können? Generator haben wir, was ist mit Waschmaschine anklemmen? Einfach das Gefühl zu haben, man hat gewaschene, frische Kleidung angezogen, das ist so wichtig, gerade in diesem Schmutz. Man kann sich nicht vorstellen, in was für einem Schmutz und Staub wir hier im Moment uns aufhalten. Gefühlt in Dauerschleife fahren Traktoren tonnenweise Müll und Schutt zu Mülldeponien im Umland. Doch Hoffnung, dass es schnell wieder so aussieht wie früher, haben viele Anwohner erstmal noch nicht. Die zeitliche Prognose, ich würde mal sagen, wenn man vielleicht in 4, 5 Jahren hier wieder hinkommt, könnte der Ort vielleicht wieder so aussehen, wie er mal ausgesehen hat. Noch so viele Keller sind noch unaufgeräumt. Wir bekommen noch so viele Adressen rein, wo Hilfe gebraucht wird. Und aktuell ist es auch so, dass die Leute noch weiterhin ohne Strom und Wasser sind. Der Architekt, den wir letztens getroffen haben, der hat gemeint, er schätzt so die grobe Infrastruktur 5 Jahre und bis man nicht mehr wirklich groß was sieht, 10 Jahre. Viele Einwohner hoffen, dass die Hilfsbereitschaft und Unterstützung auch so lange aufrechterhalten bleibt, damit solche Bilder schnellstmöglichst der Vergangenheit angehören.